Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir haben unsere Harzer Reise und zwar die Wohnmobilstellplätze Teil 2 jetzt hier und wir fangen an mit dem Stellplatz in Osterode. Ja, wir sind wieder unterwegs und wollen euch den zweiten Teil unserer Stellplatzguide vorstellen und zwar Stellplatzguide im Sinne von Westharz. Demnächst kommt auch noch der Ostharz, das können wir euch versprechen, aber das wird auch zwei Teile, das sind so viele Stellplätze. Ja, wo sind wir jetzt, damit wir anfangen wollen? Wir sind hier in Osterode und hier haben wir einen Platz in der Nähe von der Ahoy Schwimmbad, wenn ich das richtig gelesen habe. Beziehungsweise ich gucke einfach direkt nach, damit wir die richtigen Sachen haben. Was ihr vielleicht hört über die über das Mikrofon, wir sind hier direkt an der Bundesstraße, zwar Doppelstraße 241-243. Das ist dann hier schon etwas lauter, muss man einfach sagen, muss man halt genießen. Aloha Erlebnispark, dann machen wir das doch nochmal. Was gibt es zu diesem Platz zu sagen? Es gibt insgesamt 7 Stellplätze, 2 sind so groß. Ja, 2 sind relativ groß, ne? Und dann dreht sich mal unser Kameramännchen. Dann haben wir 2 Bulli-Plätze, würde ich sagen. Und dann hat man nochmal 3 normale Plätze, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich sage natürlich auch mal wieder herzlich willkommen. Beim letzten Video stand ich ja nicht so wirklich vor der Kamera, diesmal halt schon. Ja, schauen wir uns doch mal auf diesem Platz hier die Strom- und Wasserversorgung an. Also, das Schild sagt, wir haben Strom und Wasser hier an einem Gerät. Strom bekommt man 1,50 Euro für 8 Stunden. Und wenn man dann Wasser haben möchte, das sind so um die 75 Liter, stand zumindest dort hinten, dann kostet das Ganze 1 Euro. Das Ganze macht man über den Regler, also ganz herkömmlich, wie man das auch auf anderen Plätzen kriegt. Den Strom, das ist der einzige Nachteil für 7 Stück, das ist schon mal gut, aber 2 davon gehen auf diese beiden anderen Plätze und da muss man ein langes Kabel dabei haben. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir eine Sanistation. Ich denke, die ist auch relativ bekannt von anderen Plätzen. Hier kann man Frischwasser sich auch noch mal versorgen mit 1 Euro für 75 Liter circa. Also das läuft dann ungefähr, was haben sie gesagt, 5 Minuten oder sowas, weiß ich nicht genau. Und das Abwasserentsorgen zahlt man hier auch 1 Euro, also kostet auch dementsprechend Geld für 4 Minuten. Das Ganze ist auf der anderen Seite, da geht ein Rollladen hoch, da muss man den Schlauch da rein fürs Abwasser und dann sollte man auch wieder den Weg freigeben für den Rollladen, damit der runterfahren kann nach 4 Minuten. Jetzt geht es hier ums Geld und zwar die Tarife. Was kostet es? Erstmal für euch zu Info, ihr dürft maximal 2 Nächte hier verbringen. Reservieren ist strengstens untersagt, das darf nicht gemacht werden. Und was kostet denn so ein Tag? Wir haben es hier im Sommer- und im Wintertarif. Interessanterweise ist der Wintertarif teurer als der Sommertarif. Also wenn ihr im Sommer vom 1.4. bis zum 30.9. da seid, kostet es 8 Euro und die restliche Saison 12 Euro. Das ist alles an diesem Automat zu bezahlen. Zum Preis darf man noch Folgendes sagen, weil dieses Ding gehört ja hier zum Aloha Badeparadies oder wie sich das immer auch hier nochmal schimpft. Und die Hälfte des, jetzt muss ich gucken, das Entgelt wird beim Besuch des Aloha angerechnet, maximal zur Höhe des Entgeltes des Eintrittspreises. So rum, da wollen wir euch nichts Falsches sagen, ist nämlich jetzt offiziell abgelesen. Die Kosten von Wasser und Strom werden natürlich nicht angerechnet, weil da kriegt ihr ja keine Quittung, da habt ihr ja einen Parkautomat. Unser Fazit zu diesem Platz, ich denke mal für eine Nacht, glaube ich, reicht es, aber auch wieder nur mit der Verbindung, dass man ins Aloha geht. Sonst, glaube ich, würden wir selber den Platz nicht nutzen wollen, weil ja, die Straße ist einfach zu laut. Selbst hier diese kleine Straße, die ihr gesehen habt, die ist sehr gut befahren. Jo, es ist ein Platz. Wir sind froh über jeden Platz, den es im Harz gibt. Die Preise, okay, 8 Euro, da
das kann man im Sommer, das geht. 12 Euro im Winter, wo nichts ist, keine Ahnung. Jeder soll es entscheiden, kommt einfach mal her. Die GPS-Daten sind da eingeblendet, wie immer. Ja, und wir fahren weiter zum nächsten Stellplatz, wo immer der ist. Ihr werdet es gleich sehen. Wir sind auf einem neuen Stellplatz, aber immer natürlich noch im Westharz, und zwar in Bad Lauterberg im Harz, direkt an der, ach Gott, ich und meine Namen, an irgendeiner Vitamar-Therme. Ist nämlich klar, gleich rechts. 5 Stellplätze haben wir hier und die seht ihr dort. Wir können wirklich mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben uns nicht verzählt. Falls einer jetzt denkt, dass dort auch Plätze werden, das sind Behindertenplätze, da dürfen natürlich nur Autos mit einer Behinderung, nicht die Autos, sondern die Menschen, die eine Behinderung haben. Falls das Auto eine Behinderung hat, fahrt in die Werkstatt, das macht keinen Sinn. Ja, aktuell ist dieser Platz gesperrt, das liegt aber daran, dass wir aufgrund der Corona-Zeit auch die Vitamar, ich blende es euch ein, Therme, nicht zur Verfügung steht. Fähr- und Entsorgung. Das erzählt euch Stefan, denn er ist dafür zuständig. Fähr- und Entsorgung, wie man sieht, es ist der gleiche Kasten wie auch bei dem vorigen Stellplatz. Also das heißt, Fähr- und Entsorgung kostet jeweils 1 Euro. Beides gleichzeitig bedienen geht nicht, das heißt eins nach dem anderen machen. Und warum das Schild jetzt da dran ist, das kann natürlich sein, dass das wegen Corona ist. Kann aber auch sein, dass es jetzt, dass das Ding vielleicht kaputt ist. Die Lage von diesem Platz ist wirklich, was die Ruhe angeht, fast gar nicht zu übertreffen. Wir haben dort ein Pflegeheim, das weiß man, da ist ruhig, und dort ist ein Schwimmbad. Das Einzige, was man hört, das weiß ich nicht, ob ihr es hört, das ist die Strömung des Wassers, denn da ist gleich ein Fluss und das hört man, und ich finde, das ist eigentlich sogar sehr, sehr angenehm. Dieser Platz hat keinen Strom, dafür ist er aber kostenlos. Und wenn man da in die Therme will, stellt man sich dahin und hat einen wunderbaren in der Therme, kann noch übernachten und dann geht es zum nächsten Platz. Das werden wir nämlich jetzt auch gleich tun. Wir wissen, wir würden den Platz auf jeden Fall mal nehmen, weil er ist wirklich schön ruhig und Bad Lauterberg ist auch eine schöne Stadt. Es lohnt sich hierher zu kommen, wie alle Sachen, die im Harz sind. Und ja, wir fahren jetzt weiter zum nächsten Stellplatz. Unsere Reise ging jetzt nach St. Andreasberg und heute kommen wir leider nicht auf den Stellplatz drauf, deshalb zeigen wir ihn euch von oben. Und das Gute ist, da seht ihr einfach alles auf einen Schlag. Der Stellplatz soll für 20 Wohnmobile sein, also einmal rundherum eigentlich da, wo die ganzen grünen Flächen sind, da soll man wohl stehen können. Direkt an Sportplatz ist das und jetzt muss ich wieder reingucken, weil mein Gedächtnis ist ja wirklich siebartig. Das Schlimme ist, das habe ich jetzt gar nicht kopiert. Ja, zeig du mal den Platz. Das, was ihr dort seht, das gehört wohl zum Museum Grube Samsung. Samsung, also wir blenden es euch ein. Wir zeigen euch auch mal alte Eingänge davon. Die haben wir nämlich auch schon entdeckt. Und dieser Platz kostet 12 Euro inklusive 2,50 Euro Kurtaxe. Und in diesem Preis soll alles inbegriffen sein. Toilette etc., das werden wir euch zeigen. Denn die sind nicht hier, sondern die sind dort hinten weiter. Also schön voneinander getrennt. Und ja, wir schauen mal, was wir noch zu zeigen haben. In dieser Gruben sozusagen, also man kann auch in diese Grube reingehen. Das heißt, es gibt hier eine Führung, die ist relativ günstig, das muss ich wirklich sagen. Mit 2,75 Euro für Erwachsene, Kurbeträge sind ein bisschen günstiger und 2 Euro Kinder, auch Kurbetrag dann nochmal ein bisschen günstiger. Blenden wir euch aber ein und gehe natürlich davon aus, dass diese Führung nicht so lange gehen wird. Aber um mal einen kleinen Einblick in so einen Bergbau zu bekommen, denke ich, ist es ausreichend und ist es bestimmt ganz nett. Hier haben wir überall noch so ein paar Loren und was weiß ich, was das jetzt hier für ein Teil ist. Aber wir blenden euch das mal ein. Musik.
So, wir sind jetzt hier in der Ver- und Entsorgung dran. Die, ja, Versorgung, ich würde sagen, Trinkwasser steht dran, ist es nicht. Es ist ein normaler Wasserhahn, wir haben mal nachgeguckt. Ich habe das Trinkwasser nicht gefunden, aber Entsorgung ist auf jeden Fall dort. Und hier wird man auch die Toilette los und dort kann man dann sich das Wasser nochmal zum Spülen für die Toilette dann im Prinzip nachholen. Wir haben hier auch ein normales WC, wenn wir gerade mal keine Corona-Saison haben, sondern normale Saison. Der Platz an sich ist hier wirklich wunderbar. Wie seid ihr bezahlt? Gott, habe ich den Preis schon wieder vergessen. 10 Euro plus 2,50 Euro Kurtaxe. Habt dort hinten einen Platz, wirklich weg von der Straße. Okay, Fußballplatz ist hier. Wenn also hier richtig Sport was los ist, dann könnte es lauter werden. Aber ich denke mal, das sollte nicht wirklich stören, weil man kann weit genug wegstehen. Und Fußball, weiß man ja, so lange geht das ja nicht. Ja, Müll haben wir hier, Glas und Papier. Normalen Müll haben wir jetzt nicht gefunden, aber muss ja auch nicht überall sein. Und jetzt würden wir sagen, fahren wir zu unserem letzten Platz und ja, mal sehen, wo es dahin geht. Wir sind jetzt auf unserer letzten bzw. vorletzten Station und zwar in Sieber. Dies ist ein kostenloser Stellplatz für Wohnmobile. Und zwar für 4 Stück. Wenn es kleiner sind, könnten mehr passen. Sie müssen aber, es steht schon drauf, in Längsstellung sich aufstellen. Und der Platz hat Vor- und Nachteile und die werden wir euch jetzt gleich mal sagen. Kommen wir erstmal zu dem Positiven, weil das wäre ja schlecht, wenn wir mit dem Schlechten anfangen. Und zwar das Positive ist, es gibt hier Toiletten und zwar beim Feuerwehrhaus, das haben wir dort drüben. Und das Freibad ist keine 50 Meter entfernt. Das ist nämlich genau hinter euch. Ja, ihr müsst euch umdrehen und dann seht das, wenn ihr euch jetzt umdreht und seht auf einmal eine Wand. Habt aber Glück, dass Stefan sich auch mal umgedreht hat, sonst hätte er dann nur eine Wand gesehen oder keine Ahnung, was bei euch zu Hause ist, also was hinter euch ist. Guti, jetzt aber zum Negativen. Das Negative ist aber eigentlich, dafür kann die Stadt oder das Dorf Sieber, aber doch ein bisschen können sie was dafür. Es ist einfach, die Plätze sind beschrieben, die Wohnmobile sollen sich in Längsaufstellung machen und was ist? Es stehen überall Autos auf den Plätzen. Das werdet ihr einfach dort mal sehen. Wir haben tatsächlich 2 Mobile, aber dann kommt zig Autos. Warum das so ist, das liegt ganz einfach daran, hier sind solche Markierungen halt und darauf gehen die Leute ein und denken sich, ja, das sind ganz normale Parkplätze, das Schild wird gar nicht wahrgenommen. Das hätte man besser machen müssen, aber naja, man muss halt früh um 6 Uhr da sein und schon hat man genug Stellplätze für ein Wohnmobil. Nun ja, zu den technischen Daten kann ich euch gar nicht viel sagen, denn weder Strom noch Frischwasser, Abwasser werdet ihr hier finden. Das heißt, er ist kostenlos. In dem Fall gibt es aber auch keine Angenehmlichkeiten, bis auf natürlich die Natur. Und die können wir euch nochmal einblenden. Da machen wir noch ein paar Aufnahmen von der, ich denke mal, das wird die Sieber sein. Also, es gibt hier Erlebnispfade, es gibt, wie gesagt, ein Schwimmbad, es gibt einen Abenteuerspielplatz. Also, Familie mit Kindern, ich glaube, dieser Platz ist genau für euch richtig. Also, kommt doch einfach mal her, kommt nach Sieber, kommt hier in den wunderschönen Harz. Wir haben es im ersten Teil schon gesagt und ich bleibe dabei, der zweite Teil wird genau sein, kommt hier in den Harz und ihr werdet es einfach genießen. Und jetzt hat mich Stefan ein bisschen irritiert, weil er eine blöde Fliege in seinem Frisur hat oder einen Käfer. Und wackelt mit den Haaren. So, und weil er jetzt völlig durcheinander ist, werden wir noch unser Schlussfazit von diesem Teil machen. Wir kommen zu unserem Abschied
denn das soll es in diesem Video gewesen sein. Wir haben euch diesmal 4 Stellplätze vorgestellt. Ein Stellplatz, da werden wir euch die Koordinaten auf jeden Fall unten reinschauen. Der ist in Bad Harzburg. Den können wir euch leider nicht zeigen, weil das Wetter einfach zu schlecht ist. Und dementsprechend den diesmal nicht. Aber da schreiben wir euch die GPS-Koordinaten und die Informationen vom Park von Light rein. Dann habt ihr ein paar Informationen. Aber ich denke mal, wir haben euch 4 schöne Wohnmobilstellplätze gezeigt. Das denke ich auch. Der hier ist auch sehr schön. Die eingeblendeten 10 habt ihr ja gerade gesehen mit der Sieber und so weiter. Also wenn es denn jetzt der Fluss Sieber ist, ich hoffe, dass das auch so stimmt. Wenn nicht, werden wir euch den richtigen Namen eingeblendet haben. Korrekt. Auf jeden Fall können wir sagen, das war jetzt der Stellplatz Guide Westharz 2020 Teil 2. Es wird demnächst ein Teil Ostharz 2020 kommen. Da werden wir euch natürlich auch da noch Stellplätze vorstellen. Aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Und solange heißt es einfach, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Ja, teilt das Video, dass auch andere davon haben, was davon haben. Ja, und dann sagen wir jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal bei... Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal hier auf unserem Kanal. Kreuzfahrtbulli. Oder Kreuzfahrtcamper. Wir sind einfach beides und dementsprechend Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.